Es war einmal ein kleines Mädchen, das hieß Mia. Mias Vater war gestorben. Den Verlust hatte sie gut überstanden und wohnte nun glücklich bei ihrer Mutter Heike. Das Mädchen konnte sich nicht beschweren. Ihr Alltag war friedvoll und vollkommen. Eines Tages brachte Heike ihren neuen Freund Ingo mit nach Hause. Hallo Mia, ich bin Ingo. Schau mal, ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. Weißt du, ich habe auch eine Tochter. Die ist auch in deinem Alter. Aber sie ist mit ihrer Mutter ganz weit weggezogen. Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen von rotem Samt und weil ihm das so wohl stand und es nichts anderes mehr tragen wollte, hieß es nur noch das Rotkäppchen. Ingo las Mia jeden Abend Gute-Nacht-Geschichten vor und gab ihr immer einen Gute-Nacht-Kuss. Und er machte ihr jeden Tag weitere Geschenke. Doch eines Tages kam eine etwas andere Seite von Ingo zum Vorschein. Wie kannst du nur so unfähig sein? Du mutest mir wirklich zu, diesen Reis zu essen? Das ist kein Reis, das sind Steine. Willst du wissen, wie sich das anfühlt, Steine zu essen? Au. Bitte, hör auf. Du tust mir weh. Doch am nächsten Tag erschien das Gestrige wie ein davongewehter Spuk. Der Hausfriede schien wieder intakt zu sein. Ingo, ich möchte mich entschuldigen für das Essen von gestern Abend. Es tut mir wirklich leid und es wird nie wieder passieren. Ich verzeihe dir, mein Schatz. Niemand ist perfekt. Jedem passieren doch ab und an mal Fehler. Ich muss jetzt los, sonst komme ich zu spät zur Arbeit. Ich kümmere mich in der Zwischenzeit gut um dein Töchterchen. Tschüss, ihr Lieben. Kann Laura heute zum Spielen vorbeikommen? Nein, meine Kleine. Ich habe mir was ganz Besonderes für deinen ersten Ferientag ausgedacht. Wir spielen heute alleine. Wir machen ein tolles Fotoshooting, wie in der Fernsehsendung, die du so gerne schaust. Such dir schon mal dein Lieblingskleid raus und ich hole schnell die Kamera. Der guckt uns zu. Sieh dich aus. Was machst du da? Aua, das tut weh. Lass das. Sei brav, Mädchen, und halt still. Hallo, ich bin wieder da. Du darfst niemandem von unserem Spiel erzählen, hörst du? Auch nicht deiner Mutter. Ansonsten verlässt sie dich, genauso wie dein Papa. Ich beobachte dich. Warum sind überall diese großen Augen? Damit ich dich besser sehen kann, Kleines. Also schön brav sein. Na, Ingo hat schon erzählt, ihr habt heute schön zusammen gespielt. Ja. Was habt ihr denn gespielt? Ich will nicht mehr mit Ingo spielen. Warum denn? Komm mit, das Essen ist fertig. Du hast ja deinen Hasen richtig ins Herz geschlossen, hm? Ja, der war auch beim Spielen mit dabei, aber der hat nur zugeschaut. Mia, gehst du bitte in dein Zimmer? Ich muss etwas mit deiner Mutter alleine bereden. Ich habe mir etwas für morgen überlegt, wenn du wieder auf Arbeit bist. Wir werden schon. Hasi, der Ingo, der hat schon öfter mit mir gespielt. Ich will das nicht mehr. Ich würde es so gerne Mama erzählen, damit es endlich aufhört. Aber er beobachtet mich andauernd. Warum willst du eigentlich nicht mit Ingo spielen? Mama, kann ich dir was erzählen? Du darfst es aber niemandem weitersagen. Großes Indianer-Ehrenwort. Naja, also der Ingo, der hat immer ganz komische Spiele. Ich mag die Spiele nicht. Da muss ich mich immer ausziehen und dann fasst er mich an. Er ist so groß und ich noch so klein. Und dann sagt er immer, ich soll still sein und dass ich das niemandem sagen darf. Dir auch nicht. Ansonsten verlässt du mich, genauso wie Papa. Schnell, schnapp dir dein Lieblingsspielzeug. Wir müssen hier weg. Hey, bleib stehen! Wenn, dann verlasse ich euch. Na warte, wenn ich euch kriege!